Frankfurt, mein Verein. Wir sind beide groß geworden in Riedstadt, das ist ein kleines Dorf in Südhessen. Und unser Vater, der war schon seit immer eigentlich ein riesen Eintracht-Fan, war auch damals im alten Stadion, hat uns damals von Okocha und so weiter erzählt. Und wir wurden eigentlich reingeboren als Eintracht-Fans. Bei uns im Dorf gab es entweder Bayern-Fans oder Eintracht-Fans. Die meisten waren, warum auch immer, Bayern-Fans, habe ich nicht verstanden. Habe ich nie verstanden, das hat mich auch geärgert. Aber wir blieben irgendwie unseren Wurzeln treu und wurden da reingeboren und hatten irgendwie auch keine andere Wahl. Wir waren damals so ein bisschen die Rebellen im Dorf, weil irgendwie waren alle so Bayern-Fans und wir waren so, ey, nee, Eintracht ist viel geiler. Und ich muss sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, Bayern-Fans zu Eintracht-Fans zu machen, als wir so 8, 9 Jahre alt waren. Das war so geil. Super. Ja. Da haben wir dann Fußball gespielt und haben uns einen Namen gegeben. Keine Ahnung, einer war Oka Nikolov statt Oliver Kahn. Hat alles funktioniert. Ich weiß, dass wir bei FIFA ganz oft irgendwie den Streit haben, okay, wer spielt jetzt mit der Eintracht? Weil wir mögen es eigentlich nicht, dass man dasselbe Team benutzt, aber dann müssen wir mal ein bisschen schnicken und dann einer darf mit der Eintracht spielen. So ein Spieler, früher wollte ich immer Caio sein. Vielleicht kennt ihn jemand noch Caio, das war der Zauberbrasilianer der Eintracht. Und so habe ich mich dann auch gefühlt, habe dann versucht, aus 30 Metern Bälle reinzubekommen, habe es nicht ganz hinbekommen, aber ich habe mich gefühlt wie Caio. Das erste Mal bei uns beiden im Stadion. Das war gar nicht zusammen. Bei mir war es 2008. Ich meine 2008 gegen Nürnberg bei einem DFB-Pokalspiel. Da war ich mit meinem Papa das allererste Mal im Stadion. Ich erinnere mich noch, ich habe da auch so eine Eintrachtmütze dann da bekommen. Und das war alles ganz, ganz toll. Und seitdem war ich, spätestens seitdem, gab es gar keinen anderen Verein mehr. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Bei mir war es doch viel früher. Ich war so 6 Jahre alt. Und das war gegen Schalke. Und das war, also ich weiß auch ganz genau, ich als kleiner Bub, mein Papa hat mich mitgenommen ins Stadion. Sonst haben wir immer irgendwie am Wochenende im Fernsehen die Eintracht geschaut. Und das war krass. So viele Menschen habe ich, glaube ich, in dem Alter bisher noch nie auf einem Fleck gesehen. Und dann waren halt irgendwie 50.000 Eintracht-Fans. Irre. Ich war super neidisch, weil er da alleine mit meinem Papa da war. Ich weiß nicht, warum durfte ich nicht mitkommen? Vielleicht aus dem Grund, warum wir durften ja auch nicht in derselben Klasse sein in der Schule. Naja. Vielleicht war ich einfach artiger. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Vielleicht bin ich bis heute noch der größere Eintracht-Fan, weißt du? Deswegen durfte ich zuerst. Nee,